Benfica. Das ähnliche Spielchen auf der anderen Seite, 5 gegen 3, das heißt 4 gelernte Stürmer bei der Mannschaft in Überzahl drauf. Setzinger da von der blauen Linie, und der könnte teuer werden. Raschinger auf dem Weg zum Shorthander, ja! 6:15 gespielt und die Slowenen sind wieder richtig drin in der Partie und das ist ein unglaublich peinliches Gegentor für die Caps. Bei 5 gegen 3. Hinten einen Einfangern. Fankhauser da auch im Pech. Dachte, er hat die Scheibe eigentlich. Naja, hatte sie nicht. Thomas Rasinger verkürzt auf 3 zu 2. Im Alleingang. Unassisted. Ändert nichts am Verhältnis auf dem Eis. 5 gegen 3 nach wie vor für die Wiener, die jetzt natürlich gleich nachlegen oder zurückschlagen wollen. Aber sie werden sich doch nicht noch einen einfangen bei 5 gegen 3. Da ist schon wieder Rasinger. Geht vorbei an Setzinger und macht das! Was ist denn hier los? Und jetzt würde es mich nicht wundern, wenn Jim Bonis seine Auszeit nimmt. Wieder Scheibe leichtfertig vertändelt, auch Vorwurf an Dassi Werenka, der da nicht dicht gemacht hat. Rasinger mit einem wunderschönen Haken vorbei an Setzinger und dann macht er das auch im Abschluss. Nahezu perfekt. Und es ist soweit, während die Jesenice-Fans noch jubeln, nimmt Jim Boni seine Auszeit. Die Partie ist binnen weniger Sekunden völlig gekippt. Fassungslosigkeit auch bei den Fans. Na, die Herrschaften bereuen augenblicklich ihre lange Anreise überhaupt nicht. Setzinger vielleicht auch ein wenig nicht energisch genug bei diesem Zweikampf mit dem alten Fuchs. Mit Thomas Rasinger. Immer noch 5 gegen 3. Wieder Setzinger. Jetzt geht das etwas vorsichtiger an. Renka, one-timer! Genau auf den Brustpanzer von Andrei.